Ein jahrelanger Kraftakt liegt hinter ihm. Fast 20 Jahre lang führte Ulrich Mnich ein Leben zwischen Arbeitslosigkeit, Alkohol und Scham. Am Ende landete er für 6 Jahre auf der Straße, weg von jeglichen Perspektiven. Ich war lustlos, hab keine Lust mehr gehabt, hab okay, morgens schon Cognac getrunken. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Der mittlerweile 61-Jährige lebte bis Ende der 90er Jahre in gutbürgerlichen Verhältnissen, wohnt mit seiner Ehefrau und den 3 gemeinsamen Kindern in einem kleinen Reihenhaus. Als er dann nicht nur den Job, sondern auch seine Frau verliert, versinkt er in Selbstmitleid. Seine letzte Hoffnung setzt er in einen Tante-Emma-Laden. Auch diese Idee scheitert. Dann habe ich ab und zu mal die Miete versoffen. Ja, das war also die schlimmste Zeit jetzt. Da habe ich doch die Chance gehabt, wieder hochzukommen, habe es aber doch wieder verspielt. Viele schwierige Jahre folgen. Der Ansporn und die Kraft fehlten. Auch seine Kinder wendeten sich von ihm ab. Der einzige Halt in dieser Zeit, sein geliebter Hund Chico. Als sich Mnich schon fast mit seinem Schicksal abgefunden hatte, kam im November 2020 der Wendepunkt in seinem Leben. Nach einem Herzinfarkt muss er für 6 Wochen ins Krankenhaus. Dann habe ich langsam, ist mir das gekommen, also kann es eigentlich nicht weitergehen. Entschuldigung, die Sauferei, die Raucherei. Ich habe mal, wenn es hochkommt, 3, 4 Schachtel Zigaretten am Tag gehabt. Ja? Und da habe ich mir gemerkt, jetzt musst du irgendwie was machen. Noch im Krankenhaus kam ein Anruf eines alten Freundes, der ihm eine Wohnung in Heddesheim anbot. Wenige Wochen später findet er sogar einen Teilzeitjob als Zeitungsausträger. Jetzt in der Zeit geht es uns zwar immer noch nicht so gut, wie es normal sein sollte als Ding, aber wir kommen gut klar. Wir haben immer noch 20 Euro im Monat über. Mittlerweile hat er sogar wieder Kontakt zu 2 seiner Töchter. Die schönste Überraschung gab es 2 Tage vor Weihnachten. Dann ist meine Tochter gekommen mit ihrer Familie. Und da sagt sie, Papa, guck mal, wer da kommt. Na, guck ich rum. Da war dann meine mittlere da, Tochter. Und da war das erste Mal seit 4 Jahren, wo ich das erste Mal meine 3. Enkelkind gesehen habe. Und das war. Entschuldigung. Ah, da hatte ich nicht damit gerechnet. Für Ulrich Mnich ist es nach vielen Jahren der Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit sein persönliches Happy End. Mit seiner Geschichte möchte er anderen Mut machen und zeigen, dass es sich lohnt, für seine Träume zu kämpfen und nicht aufzugeben.